Die umfassende Digitalisierung, die darin besteht, dass alle Teile ein Stück Software bekommen und in irgendeiner Form ins Internet gelangen, das heißt von überall her auf der Welt zugreifbar sind, das verlangt, dass wir ein neues Bewusstsein bekommen, wie wir unsere technischen Systeme bauen und vor allem, wie wir sie sicher gestalten. Security by Design, Privacy by Design, das sind die neuen Herausforderungen, die wir unbedingt in unseren Systementwicklungen berücksichtigen müssen. Und dann nicht vergessen, ein permanentes Trainieren und Üben vom Betreiben der IT-Systeme, weil nur dadurch bekommen wir widerstandsfähige, resiliente IT-Systeme, die wir unbedingt für unsere Zukunft brauchen. Auch wenn die eigentlichen Produktionsaufgaben in den Firmen ja oft sehr unterschiedlich sind, ist die Technik dann doch oft ähnlich oder gleich. Ja, es verwenden halt viele Standardkomponenten, es stehen alle vor denselben Problemen, die wir heute in der IT haben. Und der Standard bietet da einfach Lösungsmöglichkeiten, die erprobt sind, die von Experten entwickelt wurden in den Standardisierungskomitees und die man einfacher einsetzen kann, sodass man schneller sozusagen dann und kostengünstiger auch zu Lösungen kommt. Und zum anderen natürlich auch ist es verifizierbar. Also wir reden dann über Zertifizierung, sowohl von den Produkten beispielsweise oder von den Systemen, wo dann eben auch unabhängig überprüft werden kann, ob gewisse Anforderungen erfüllt wurden. Und ich beispielsweise, wenn ich ein Produkt einkaufe, dann eben als Käufer leichter beurteilen kann, wie ist das Sicherheitslevel von einem Produkt. Das Zero Trust Konzept verändert grundlegend den Ansatz und wie wir im Unternehmen mit dem Thema Sicherheit umgehen. Sie haben heute in vielen Unternehmen das Thema eine große Burg. Es gibt einen Burggraben und Sie gehen drüber und sobald Sie in der Burg sind, haben Sie vollen Zugang zu allen Räumlichkeiten. Mit dem Zero Trust Architekturprinzip bilden Sie lauter kleine Burgen. Das heißt, sollte ein Sicherheitsvorfall passieren und einer überschreitet Ihre Brücke, dann passiert das genau in dem kleinen Rahmen in Ihrer Burg und es hat keine Auswirkungen auf die anderen Burgen, die Sie sonst noch besitzen. Der CIS Compliance Summit war wieder mal ein starkes Zeichen der gesamten Security Community, insbesondere Österreichs, aber wir hatten ja auch Gäste aus dem benachbarten Ausland. Und es hat gezeigt, dass das Thema OT-Security in der Zwischenzeit in der Realität angekommen ist. Also wir haben uns in der Zwischenzeit entfernt von der IT, von der reinen IT-Security. Die Integration aller Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen, wenn es OT-Systeme gibt, ist einfach essentiell, wenn man ein sicheres System haben will. Und das habe ich aus dem heutigen Tag mitgenommen, das haben viele der Vortragenden bestätigt und ich glaube, das haben auch viele der Gäste, der Teilnehmer mitgenommen.